Halbzeit hier bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Letzte Folge haben wir ja Episode 5 abgeschlossen. Okay, nicht ganz Halbzeit, wir sind schon ein bisschen drüber. Jetzt wollen wir anfangen mit Episode 6 und damit die Originaltrilogie beenden. Wir beginnen! Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 6. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Luke Skywalker ist auf seinen Heimatplaneten Tatooine zurückgekehrt, um seinen Freund Han Solo aus den Klauen des üblichen Gangsters Jabba den Hutten zu befreien. Luke ahnt nicht, dass das Galaktische Imperium im Geheimen mit dem Bau einer neuen bewaffneten Raumstation begonnen hat, tödlicher noch als der gefürchtete erste Todesstern. Mit dieser absoluten Waffe naht das sichere Ende für die kleine Schar von Rebellen und den Kampf der Galaxis, die Freiheit wiederzugeben. Das hat man auch im Trailer gesehen gehabt, die Stelle. Ihr Ziel erreicht, Lord Vader. Doch fühle ich, ihr möchtet eure Suche nach dem jungen Skywalker fortsetzen. Ja, mein Meister. Nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur dunklen Seite der Macht bekehren. Hast du toll gemacht. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und du solltest dir auch welche machen. Lando Calrissian und der arme Chewbacca sind da nie wieder rausgekommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und da wären wir auch schon bei den Droiden, die wir suchen. Wir starten früher als in der kompletten Saga, das finde ich aber geil. Mal schauen, wo wir eigentlich gerade sind. Klar, auf Tatooine, aber wo genau? Okay, da ist glaube ich das Dingens. Taxi, genau, hier ist der Startpunkt mit Lukes Hütte. Und hier ist Jabbas Palast, alles klar. Mal gespannt, wie groß der ist. Und wieder kann den C3PO kann ich ja auch benutzen, das ist ja geil. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, bin ich sicher, dass Lando und Chewbacca das alleine schaffen. Die Speedersteuerung ist irgendwie schwammig. Na schön. Aber deswegen muss man nicht gleich persönlich werden. Ich meine, ich fand die Speedersteuerung. Fachwissen gefragt ist, R2. Also in Lego Star Wars 7 war die Speedersteuerung deutlich besser. Ja, was ist das denn hier? Achtung, Rancor! Alles klar. Aber dann nochmal nach da oben. Könnte irgendein Secret sein, so wie es aussieht. Der Stein ist da ja nicht umsonst. Ah, ist hier ein Secret? Wäre ein perfekter Ort für ein Secret, ne? Nein! Nein! Okay, ich komme da nicht lang. Zumindest nicht mit C3PO. Ich wechsle schon mal zu R2, den brauchen wir eh gleich. So. Oh, der macht ja sogar Spuren im Sand, seht ihr das? Okay, das ist geil. Wie lange bleiben die Spuren denn überhaupt da? Können wir schön was zeichnen? Warte mal. Okay, da funktioniert es leider nicht. Gehen wir hier auf die freie Fläche. Hier sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Obwohl, es verschwindet zu schnell wieder. Naja, bleibt nur ein paar Sekunden. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir eigentlich mal in den Palast mal rein. Normalerweise klopft C3PO da ja an. Anscheinend müssen wir diesmal R2 benutzen. Gibt wieder ein einfaches Rätsel. So. Genau, so und so. Ah, und dann geht die Klingel auf. Da kann dann C3PO... Ja, sieht schon wie eine Türklingel aus. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig.
Direkt das erste Level starten, einen Plan für Hahn. Ja. Es scheint niemand hier zu sein. Wie so eine Kirchenklappe. Und sagen Master Luke Bescheid. Ach du meine Güte. Jesisch. Ey, die Javas! War hier ein Flohmarkt vor dem Ding oder was? Die Magda war gerade erstmal eine Wurst. Hör auf zu meckern. Mach mit, Chewie. Ich bring dich zu Jabba. Okay, schauen wir erstmal auf die Karte. Da ist ein Schlüssel. Aber wir haben keinen Protokolldruiden dabei, ne? Da ist ein Minikit. Komme ich denn da irgendwie lang? Ne, bestimmt wieder nicht. Brauche ich bestimmt wieder einen Druiden. So, ich darf es hoffentlich kaputt machen, ne? Hier brauchen wir wieder einen Druiden. Scheiße. Wo will ich denn da hinkommen? Da will ich da hochkommen. Das wäre wahrscheinlich auch wieder nur ein alternativer Weg, wie es aussieht. Okay, wir dürfen nicht sprinten. Oh. Sorry. Ich habe gerade leider eure Leitung kaputt gemacht. Das scheint euch aber nicht zu interessieren. Ups, sorry. Okay, jetzt habe ich gerade hier den... Nicht gut. Wir müssen das Ding abschalten. Habe ich hier gerade alle auf uns gezogen. Auflegen, oder wir finden einen anderen Weg. Oh, das ist wie bei der Bank. Aber die Waffe finde ich geil. Jetzt zählen als Kopfgeldjäger. Okay, die haben wir auch noch nicht gespielt. Wir hatten da ja auch mal ein Upgrade gekauft gehabt, glaube ich. Chewbacca, was ist mit dir los? Ah, da ist noch ein Schweinchen. Können wir eigentlich auch Granaten schmeißen? Jawoll. Oh, direkt alle Steine. Oh, Betäubungsgranate war das jetzt gerade. Wie kann ich denn diese blöde Glocke ausschalten? Wo ist denn hier das Terminal für die scheiß Glocke? Ich gehe davon aus, die kommt immer mehr Gegner, wenn ich die jetzt hier nicht abschalte. Oh. Geil. Ah, nee. Jetzt hat sie aufgehört, anscheinend. Alarm. Nein, ich wollte sie ausschalten. Okay. Ich wollte sie eigentlich ausschalten. Ich dachte jetzt nämlich, dass ich sie mit dem Knopf ausschalten kann, nicht anschalten. Okay, oben ist anscheinend ein Scharfschützen. Wo geht's auch noch weiter? Ah ne, da kommen wir bloß auf die andere Seite. Yep, da ist nichts. Die Max Rebo Band braucht so echt ein paar neue Songs. Ja, die brauchst du in der Tat. So, hier ist nichts drunter versteckt. Oh, so viel Geld. Money, money, money. Was ist das hier überhaupt? Ach so, so eine Schießposition. Kann man sich so hinstellen und durchschießen? Gab es ja damals auch in den älteren Zeiten. Ah, die kann ich auch kaputt machen. Jetzt müssen sie nicht nur so langsam bin. Oh! Hier darf ich anscheinend nicht rüber. Hier darf ich rüber. Da darf ich rüber. Da darf ich nicht rüber. Da darf ich lang. Da. Dort. 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 Nicht. Dort. Dort. Und hier. Alles klar. Bleib in der Nähe, Chewie. Geht schon mal ganz auch hingekriegt. Ich nehme die Handschellen nicht ab. Hör auf zu fragen. Die Stimme ist interessant. So. Ach so. Ja, toll. Wir haben im Kreis gelaufen. Geil. Das werde ich echt vorher mal die Karte anschauen. 1, 2, 3, 4 Minikits sehe ich jetzt hier schon. Was ist denn da oben eigentlich noch? Ein Plan verharren. Ihr habt das oben definitiv der Levelname.
Okay, jetzt müssen wir mal was raus. Haben wir was gelernt? Okay, kann ich da noch irgendwas kaputt machen? Okay, scheint es aber nicht unendlich zu geben. Nö. Aber und wenn schon, wir haben sowieso schon genug Geld. Ich glaube, die Taktik war gar nicht mal so schlecht, die wir gemacht haben. So, da muss man rüberziehen. Wie soll ich den Chewbacca hier rüberkriegen? Das ist Gold, das kann ich... Achso, da kann ich runter. Hier ist was mit der Macht, das kann ich nicht benutzen. Da komme ich auch nicht hin. Ne, ich glaube, hier bin ich falsch. Oder kann ich vielleicht von der anderen Seite da hoch? Nö, kann ich gar nicht. Ich dachte nämlich zuerst, ich kann damit ran, aber ich glaube, da ist nichts. Da ist doch irgendwie so ein Loch. Wie kriegt denn Chewbacca hier rüber? Hallo. Hallo. Ich versuche mal hier ganz kurz bei den meckernden Wookie mal zu holen. Okay, eine Leiter klettert keiner komischerweise mit Tanzschellen. Das finde ich auch interessant. Kann er denn da? Steuerung L. Warte mal, kann ich das doch kaputt machen, das Ding? Ach so, ich habe Schnellfeuer. Ach so, wusste ich gar nicht. Dann hat sich das ja erledigt. Ich hatte nämlich nicht gewusst, dass ich Schnellfeuer habe. Ich dachte, ich kann nur Bomben schmeißen. Ja, macht natürlich Sinn. Naja, wir hat die Brücke da oben ja sogar schon gesehen. Also hätte es ja irgendwas damit ein müssen. Ich dachte jetzt nur, Chewbacca kann sich auch so rüberziehen, weil der ja auch gerade anscheinend auch Leitern klettern kann. So, zack, einmal rauf da. Ja, hallo. Oh, anscheinend darf ich rein. Oh, hier gibt es einen Burger zu essen. Hier scheint die Kantine zu sein. Hi. Ey! Was ist das für ein Arsch hier? Ich will auch was essen. Das mache ich jetzt eure Konsole kaputt. Ich stelle nur kurz den Wookie ab. Bin gleich wieder da. Auf die Tür. Weitergehen, Droide, was? Wir kommen niemals durch diese Tür, solange die Wachen da stehen. Ja, ich meine, durch die ganzen Dinger hier kann ich ja auch. Also ich kann hier Jabbas Palast zerlegen. Das interessiert die Wachen ja anscheinend auch nicht. Wie viele Sprachen beherrschst du? Ich beherrsche über 6 Millionen Kommunikationsformen und kann außerdem... Ausgezeichnet. Wir haben nämlich keinen Dolmetscher mehr, seitdem unser Herr mit unserem letzten Protokolldroiden die Geduld verlor und ihn desintegrieren ließ. Desintegrieren ließ? Wache! Dieser Protokolldroide könnte sich als nützlich erweisen. Lasst ihm einen Sicherungsbolzen einbauen und dann bringt ihn wieder in den großen Audienzsaal seiner Exzellenz. Herzmuck, lass mich nicht allein! Oh! Okay. Du scheinst mir etwas vorlaut zu sein. Aber ich werde dich schon Respekt lehren. 3PO, dazu! Okay, die sind wohl weg. Durchs Fenster schießen kann ich auch nicht. Okay, kann ich wohl doch. Was ist hier? Da dürfen wir rein. Ein Zellenblock. Nicht für dich, Pelzvieh. Hey, hier gibt es viel zu viel, das mich fressen will. Lass mich raus. Was? Wer hat das gesagt? Du? Okay, irgendwie kann Chewbacca hier anscheinend helfen. Und wie? Ich muss irgendwas mit Chewbacca hier machen. Das anscheinend nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Okay, wie geht's nicht? Okay, hier muss ich aber durchkommen. Oh, was macht das für eine Reichweite? Hat das Internet nicht gebracht? Nichts gebracht? Wieso komme ich da jetzt nicht durch? Das ist doch Silber. Komme ich mit der Bombe nicht mehr durch Silber durch? Hä? Okay, das Schloss scheint wohl mehr auszuhalten. Was muss ich denn hier mit Chewbacca machen? Warte, hier brauche ich bestimmt wieder irgendwie so ein... Zählt er als Schurke? Warte mal.
zeigt er mir gerade nicht an. Komm, zeig's mir mal an. Spacker, der zählt als Schurke, das heißt, ich muss irgendwo drauf schießen. Wie aktiviere ich das denn nochmal? Ah, jetzt! So. Du musst also wieder so drauf schießen. Danke, mysteriöser Kopfgeldjäger. Ja, ich bin Kopfgeldjäger, der andere befreit und nicht einfängt. Gut gemacht, Chewie. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ist das ein Teddy? Wieso hast du den ja nicht mitgenommen? Okay, da kommt kein unendlich Geld raus, schade. Okay, wie man auch immer da hinten durchkommt, durch dieses eine Tor. Okay. Was ist das? Okay, können wir wieder was verschieben? Nach dort. Das bringt. Ah, okay. Das ist dann an einem ganz normalen Schlüssel verkehrt. Wie bekommen wir diese Tür auf? Ah, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Mach dich heranziehen, er da sind, dass Chewbacca den anderen nehmen kann. Genau. Wir beide müssen es bedienen, um die Tür aufzumachen. Ja, dann bleib doch da liegen, sag ich schon. Bleib doch da dran hängen. Achso, du kannst auch so ran, okay. Ich hab dich da nicht umsonst abgestellt. Ich mag die Waffe, aber. Das sind 3 Schuss. Das ist relativ stark. Jetzt sei leise und halt die Augen nach Haaren offen. Ja, ich bin definitiv extrem leise. Also, leiser geht gar nicht. Was ist denn das da für ein Bild? Kann ich da irgendwie durch? Nee. Das ist auch so eine Sache, durch die Karte kannst du eben auch kaum Geheimnisse finden, denn die meisten Geheimnisse sieht man ja schon. Ich meine, das ist total unauffällig, wenn plötzlich so ein Kopfgeldjäger hier durch den Raum kommt. Okay, es geht gar nicht kaputt. Und einfach mal alles abknallt. Oh, Chapa ist ja gar nicht da. Hier geht's zum Rancor runter. Okay, kann ich anscheinend nichts machen. Kann ich da irgendwie rein? Nee. Das Kabel geht dort, dann brauche ich eine Energiezelle für. Wo kriege ich denn eine Energiezelle jetzt hierher? Wo kriege ich eine Energiezelle her? Wahrscheinlich irgendwo da vorne. Ah, da ist eine Energiezelle. Und bevor ich die jetzt da einbaue, baue ich die erstmal da hinten ein, weil da scheint es ein Minikit für zu geben. Das ist irgendwie so das, was nicht so offensichtlich ist. Gucken, was ist passiert. Jawoll. Und schöne, entspannende Musik. Ich dachte eigentlich, Jabba hat eher Live-Musik als sowas hier, aber... Naja, da ist Han. Den kümmern wir uns gleich. Ich gucke erstmal noch ganz kurz hier noch ein bisschen durch. Ob wir noch irgendetwas Interessantes finden. Anscheinend gibt es ja... Ah, guck mal, hier ist noch ein lila Stein. Aber wo ist denn Jabba überhaupt? Du müsstest doch hier irgendwo sitzen. Erstmal deinen Sitz kaputt hier. Okay, kann ich gar nicht. Dann sind wir so, irgendwas das für ein Tisch ist. Und das. So, was dürfen wir alles haben? Was ist denn das da? Warum ist die Anakin und Sebul was Podracer? Ich weiß jetzt nicht genau, warum das da dran steht. Die häufigsten Sieger oder so? Keine Ahnung. Könnte natürlich sein. So, jetzt brauche ich erstmal die Energiezelle wieder zurück. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da hinten so hin. Die Musik ist aber sehr, sehr leise. So, einmal den Kellner-Droiden da weggehauen. Da ist Han. Untersuchen. Ja. Ich brauche natürlich jetzt die Energie. Ach, hier ist Jabba wahrscheinlich drin, ne? Gehe ich mal von aus. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ich schaue mal kurz mal auf die Karte. Schlüssel kriegen wir nicht. Das heißt, wir können da auch nicht ran. Nee, ich glaube, die anderen Minikits kriegen wir alle nicht. Ob der Rancor-Kampf auch noch dazu kommt. Und vor allem, wie sie den umgesetzt haben. So, einmal hier mit der Energiezelle. Da
geht natürlich jetzt die Musik aus. Wir haben wieder die Standardmusik. So, rein da! Richtige Taste muss man natürlich auch drücken. So, und da können wir Han Solo befreien. Ich kann nicht sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Oh. Leia. Ich kenne dieses Lachen. Ah, was ist so? Hör zu, Jabba. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen, wurde aber leider aufgehalten. Dafür ist es jetzt zu spät, Solo. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Ich werde dich jetzt zu Jabba bringen. Als Imperator verkleidet. Sieht für mich so aus. Ja, einfach mal. Geh vor. Ja. Ja, schwer zu sagen. Ich würde sagen, es sieht so ein bisschen aus wie der Imperator. Ich weiß nicht, ob es das wirklich darstellen soll. Okay, der folgt mir jetzt hier mal so ein bisschen. Naja, gut. Zu Jabba. Wie tot dieser Jabba. Erinnere alle daran, dass ich ein unbedeutender Gast bin und man mich nicht beachten muss. Och. Der Mann der Robe ist ein unbedeutender Gast, würdig ihn keines Blickes. Hätte ich aber ruhig mal das Ding mal unten lassen können. Okay, jetzt habe ich mir schon fast gedacht, jetzt muss ich da hin. Was, ich kann auch so daran? Ja, richtige Taste muss man natürlich auch drücken. Ja, Spiel, ich weiß aktuell schon, wie ich schneide. Okay, da kann ich nicht lang, dann machen wir es so rum und so rum. Ich hoffe, das reicht aus von der Größe. Ja. Wenn du mich hintergehst, verknote ich dir die Lecko. Ich verknote mir die Lecko, wenn ich euch hintergehe. Ja gut, das Viech kommt gar nicht mit. Naja, umso besser. Einmal ab nach oben mit der Tür. Und nun stell mich deinem Herrn vor. Ach, Quatsch, das mich! Du wirst Jabba wissen lassen, dass ich ein Jedi bin. Falls die Robe nicht offensichtlich genug ist. Da ist die Milch. Jawoll. Kann ich so irgendwie zu mir nehmen? Komm ich dem Jabba was im Milch mit? Ah, ich spiele sogar wieder die Musik. Anscheinend haben sie doch genug Energie. Die Schlafbrille. Luke Skywalker, Jedi Ritter. Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookie bringen lassen. Hä? Falscher Knopf? Knopf klemmt wohl ein bisschen. Oh ja. Das ist auch noch ein Alarmknopf. Oh. Ja, das ist wirklich ekelhaft. Okay, den dürfen wir auf jeden Fall auch spielen. Rancor. Und da ist die Tür schon wieder zu. Okay. Wir kämpfen mit dem Knochen. Aber unser Lichtschwert anscheinend auch verloren. Er sagt, sein Rancor ist gespannt, wie ein Jedi wohl schmeckt. Oh bitte, sag vorsichtig, Master Luke. Ja, C-3PO, ich bin auf jeden Fall vorsichtig. Siehst du ja, ich lasse mich von dem Viech einfach wegboxen. Kamera! Ich hab schön einmal in den Arsch gehauen. Aua. Kann ich das Ding eigentlich auch schmeißen? Och komm, ich will wissen, ob ich das Ding schmeißen kann. Wie kommst du denn hier runter? Nee, ich kann ihn nicht schmeißen. Oh, da habe ich nicht mal getroffen. Oh, 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 Steuerung L. Was, ich kann sogar das Viech spielen? Jupnuk. Jetzt kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich das Viech spielen kann, weil das Viech ist definitiv nicht auf unserer Seite eigentlich. Aber egal. Die Macht funktioniert anscheinend auch. Okay, der Knochen hängt zwar da vorne drin, aber ich habe trotzdem noch einen weiteren Knochen. Was? Hab ich von da aus getroffen?
Ja, dann wird es verärgert. Stell dir vor, dass Jabba das nicht mag. Oh fuck, frisst die Tweedeck auf. Lass die Tweedeck in Ruhe. Keine Ahnung, wie die runterkommt, aber... Naja. Autsch. Komm. Fast weg, das Viech. Friss mein Rancor, lass es dir schmecken. Oh shit. Oh! Ach, schade, das darf man gar nicht selber nachspielen. Das ist doof. Aber naja. Bring mir Solo und den Wookie. Sie werden diese schändliche Tat teuer bezahlen. Och, lass uns die 3PO in Ruhe. Der große Jabba hat beschlossen, dass ihr in die Grube von Kakun geworfen werdet. In den Schlumpf des mächtigen Salak. Das ist der letzte Fehler deines Lebens. Die Musik. Wo bist du gewesen? Du sollst auf dieser Barke sein. Du bedienst in der VIP-Lounge. Ist das alles Teil des Plans? Oh, da kommt die Barke ja schon vorbei. Auch wieder ganz schön klein. Okay, als ob er wo das alles so getragen kriegt. Ein Plan für Hahn. Also im Grunde eigentlich das gleiche Level wie in komplette Saga. Nur natürlich umgebaut, aber im Prinzip das gleiche. Wie viel Geld gibt's denn diesmal? 543.000. Ja. Ich hoffe, ich schon bei 2 Millionen. Ich habe über 2 Millionen, wie gesagt. Wer jetzt die Druiden nicht? Was ist denn Rank-Kopfschmerzen? Muss ich ihm irgendwie auf den Kopf hauen oder was? Ein Mini-Kit. Und wir haben freigeschaltet. Bib Fortuna. Jupnuk, wer auch immer das sein soll. Also irgend so ein Schweineviech. Leia als Busch verkleidet. Lukos Episode 6. Also als Jedi. Luke in Jabbas Palast. Okay, jetzt soll nicht den Imperator darstellen. Und den Rancor haben wir jetzt auch freigeschaltet. Den wir auch spielen können. Die müssen wir uns aber erstmal kaufen. Beeilen wir uns. Wenn wir nicht bald da sind, werden sie zu Salek-Futter. Salek, was ist das für eine Aussprache? Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.